Guten Morgen. Oh, wir haben es 2:30. Ich habe leidlich ausgeschlafen, aber es steht ein bisschen was an. Zuallererst das Video und dann mache ich mir vielleicht mal wieder so ein geiles Rührei. Ich habe gerade meine Wasserkur gemacht, also mein Wasser getrunken. Nur für die Leute, die sich fragen, macht er das noch? Ja, ich mache es noch. Also ich habe jetzt Wasser getrunken und muss sowieso eine Dreiviertelstunde warten, bis ich was essen kann. Von da an mache ich erstmal ein bisschen Video und dann mache ich mir mal ein Rührei. Mahlzeiten. Ich habe jetzt gerade diese Stehlampe mit intelligenten Birnen ausgestattet, die ich von Angie bekommen habe. Es waren jetzt nicht die, die ich bisher hier in der Wohnung hatte, aber quasi auch intelligente. Und nachdem ich mit dem Support von der Firma gesprochen habe, wusste ich auch, wie ich sie in mein System mit einbinden kann. Und ja, Alexa, Wohnzimmer an. Okay. Ja. Und nun habe ich hier, jo, mein Wohnzimmerlicht. Ganz neu integriert. Ja, finde ich cool. Ich mag ja diese smarten Lampen. Na gut, jetzt bin ich die ganze Zeit am Überlegen, laufen oder nicht. Ich meine, ich hätte eigentlich am Sonntag laufen müssen. Da war mir allerdings absolut nicht danach. Heute wollte ich eigentlich laufen, jetzt habe ich aber schon so viel Zeit verdaddelt. Wir haben es 4 Uhr und ich will mich ja auch noch mit Angie treffen. Das heißt, leider Gottes werde ich das Laufen heute auch noch mal ausfallen lassen und werde dann morgen wieder starten. Also morgen dann wirklich, keine Ausreden, da könnt ihr mich dann laufen sehen. Jetzt mache ich mich mal so langsam klar. Ich bin bereit zum Abmarsch, frisch gemacht. Jacke schon an. Ja, es ist frisch draußen. Und ja, dann fahre ich jetzt mal zu Angie. Ich habe heute den ganzen Tag schon so ein bisschen Schädelschmerzen. Ein bisschen ätzend. Naja, egal. Wird schon gehen. Angekommen, klingeln und auf Angie warten. Ah, kommt gleich raus. Aber mein Parkplatz ist besetzt. Man sieht es hier. Hinter Angies Auto stehe normalerweise ich. Und da steht jetzt so ein blöder Golf. Das ist genau das, über was ich mich immer aufrege. Ne? Da muss ich mich aufregen. Das ist mein Parkplatz. Ich muss den mal irgendwie kennzeichnen. So. Ich weiß auch noch nicht. Irgendwie muss ich das machen. Ah, die Chefin kommt. Da, 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 da. Der ist da. Der Inhaber des Parkplatzes will sich hier beschweren. Ich kaufe nicht. Der Inhaber des Parkplatzes? Du ja. Bist nicht der Inhaber des Parkplatzes. Ja, aber das müssen die mal langsam lernen. Kaum bin ich angekommen, bin ich auch schon wieder unterwegs. Ja, ich mache mich jetzt los zur Nachtschicht. Nein, stimmt gar nicht. Nein, wir kaufen jetzt eine neue Nachttischlampe für meine Tochter, weil die Katze gestern einen Sprung auf die Lampe gemacht hat und die jetzt kaputt ist, müssen wir jetzt Nachschub kaufen. Also machen wir das jetzt einfach mal. Katzen. Tja. Verdammt, waren wir schnell unterwegs da drin jetzt. Das ging ja flott. Kommen wir noch mal Pizza. Das wäre jetzt genau das für den Counter, den ich gestern schon mal angesprochen habe. Aber was? Zählt ja noch nicht. Was? Ach, jetzt hat sich das gedreht. Ich muss mal gerade was abschreiben. Eine Sendungsnummer. Ja.
Und ich suche in der Zwischenzeit einen Film raus. Weil, was sollen wir sonst groß machen, ne? Wir sind über 2 Jahre zusammen. Und das Kind ist da. Genau. Was sollen wir sonst machen? Okay, Kopfkino. Jetzt ist mein Dings ausgegangen. 0034. Ich suche meinen Film. Ich muss jetzt leider zur Arbeit, während da hinten die Katze bespaßt wird. Ja, muss ich mich langsam rüsten für die Nachtschicht, für die zweite. Ich habe gerade auch was gegen die Kopfschmerzen genommen, weil sie immer noch hintergründig da sind. Und ja, ich muss mich ja nicht durch die Nacht quälen. Von da an. So, jetzt hole ich mir gleich noch meinen Kuss ab und dann gehe ich. Vielleicht kriege ich auch keinen. Vielleicht muss ich erst das Mäuschen fangen. Wer weiß. Ich merke, die Tablette wirkt langsam. Die Kopfschmerzen werden weniger, sagen wir es mal so. Sind noch nicht weg, aber auf jeden Fall weniger. So, dann mache ich mich jetzt mal an die Arbeit. Oh, die letzte Woche vor dem Urlaub ist immer ein Graus, finde ich. So, man hat schon sein Ziel und ja, man möchte eigentlich nur noch, dass es vorbei ist. Aber naja, gut. So ist es eben und die Woche kriegen wir rum. Alles klar, dann gehe ich arbeiten und ihr müsst bis morgen warten, 18 Uhr. Da gibt es neues Videos von mir. Bam. Tschum.